Hi, hier ist euer Winnie. Es ist wieder Sonntag und hier sind wir wieder. Heute geht es bei unserem Gast um Fußball in Katar. Und hier ist er, euer Professor Dr. Felix Hertl aus der Thoraxklinik aus Heidelberg. Was gibt es Neues? Mal kein Fußball, ja. Zumindest nicht aus Katar, den musst du noch liefern hinterher. Also, wir gucken uns mal an, was tut sich in der Corona-Welt, wie immer. Das ist die Welt und man sieht auch, die Welt scheint so die Kurve zu kriegen. Insgesamt 160 Millionen, aber auch weltweit scheint es so ein bisschen runter zu gehen. Es ebbt wohl ab, die dritte Welle, und das Land, wo am meisten herkommt im Moment, die Inder, auch die haben jetzt so einen kleinen Knick drin, sodass man auch da hofft, dass die indische Situation sich stabilisiert, weil ich glaube, die Reiseaktivitäten gehen jetzt wieder hoch und damit will man natürlich schon sicher sein, dass auch die Welt einigermaßen sicher ist, sonst wird über Reiseaktivität wieder das Geschehen angeheizt. In Deutschland, auch da sieht man ganz klar, wir sind bezüglich der Zahlen deutlich reduziert. Im Vergleich zur Vorwoche 25% weniger. Überall gehen die Inzidenzen runter. Die Intensivstation, die ist immer noch gut belegt, weil die Patienten eben lang liegen. Aber auch da sind Kapazitäten wirklich überall in Deutschland wieder vorhanden, sodass man sagen kann, die dritte Welle ist ganz klar am Ablaufen. Und das ist das, wie das in den Bundesländern aussieht. Also wirklich, es gibt kein Bundesland, wo es nicht abwärts geht. Ganz vorneweg sieht man Schleswig-Holstein natürlich, die waren schon immer wenig betroffen und jetzt sind sie da oben auch das erste Bundesland unter 50. Pfingsten steht ja bevor, für alle, die jetzt Pfingstferien planen. Das sicherste Bundesland ist Schleswig-Holstein. Vielleicht dann auch über Pfingsten das vollste Bundesland durch Deutschland. Wie sieht es in der Region aus? Auch in der Region wird es immer weniger. Man sieht, dieser Rhein-Neckar-Raum, Karlsruhe, Bergstraße ist orange. Gibt es immer die unterschiedlichen Meldungen, einmal das RKI und dann die lokalen Gesundheitsämter. Das differiert wegen Meldefristen immer so ein bisschen. Aber Heidelberg unter 100, deutlich Rhein-Neckar-Kreis unter 100. Da die Bergstraße 100, Mannheim kratzt an der 100 rum und Karlsruhe wird es auch schaffen. Also auch in der Region, es wird also jetzt wirklich weniger mit den Corona-Fällen. Wir kennen eine neue Risikogruppe. Klar, jetzt, man kriegt natürlich jetzt immer größere Datensätze und dann kann man mal gucken und kann, wenn man dann hin solche Datensätze hat, rausrechnen, diese ganzen Faktoren, die wir schon kennen, wie Übergewicht und Lungenerkrankungen, Herzerkrankungen. Und jetzt weiß man auch, weil leider ausreichend HIV-positive Menschen sich mit Corona infiziert haben, sieht man ganz klar, dass HIV einen ganz klaren Risikofaktor für das Erleiden einer schweren Covid-Erkrankung, auch für das Versterben an der Covid-Erkrankung ist. Also auch Patienten mit einer erworbenen Immunschwäche in Form von einer Viruserkrankung haben ein klares Risiko, wenn sie das kriegen, dann zu versterben. Da werden jetzt in den kommenden Monaten immer bessere Datenpools kommen, wo man dann wirklich Risikogruppen beschreiben wird. Und wir alle haben ja schon mehrfach diskutiert, dass man wahrscheinlich wieder irgendwann reimpfen muss. Daher glaube ich, dass zukünftige Impfstrategien ganz andere Risikogruppen bevorzugen, wie wir es vielleicht jetzt so in der ersten Runde Impfungen getan haben. Was tut sich bezüglich der Mutation? Mutationen waren die Briten, sind immer noch die Briten, aber jetzt sieht man schon da zwei so lila Punkte und die lila Punkte sind die Inder. Also bezüglich der indischen Mutation gibt es ja noch keine wirklich schlüssige Meinung, wie die gefährlich sind die. Was man hier sagen kann, der Brasilianer spielt keine Rolle in Deutschland. Auch der Südafrikaner hat sich nie durchgesetzt. Aber man muss jetzt so ein bisschen diese indische Doppelmutation im Auge behalten, ob die den Briten ablöst. Und daher guckt man natürlich auch immer alles so ein bisschen nach Indien, wie entwickelt sich die Situation in Indien. Das sind jetzt die über den Zeitverlauf, die Sequenzen, die wir haben, wenn man sieht, dass im Januar, da war praktisch alles noch der klassische.
Da war der britische Mutation, das ist diese 117, da hat da 2% ausgemacht. Inzwischen sind wir bei 92%. Von dem Inder kennt man drei Stück, diese B16, 17.1, 2 und 3 in Deutschland noch nicht nachgewiesen. Wenn man so sieht, das geht 0, 0, 0, 0 und jetzt geht es so von 0,2, 0,4, 0,6 und der Zweier von 1, 0,4 nach 0,9. Also da muss man mal gucken, ob das jetzt nicht in den nächsten Wochen deutlich zunimmt. So ähnlich wie das eben halt auch mit der britischen Mutation einhergegangen ist, neben dran P1 oder auch die 35.1 der Südafrikaner spielen da wirklich keine Rolle in Deutschland. Was immer noch gleich bleibt, sind unsere Politiker. Hier, das ist mein Lieblingsgesundheitspolitiker, der wirklich sein Fähnchen so jeden Tag nach dem Wind hängt. Am 8.5. prophezeit Sommer der Befreiung, Hipp Hurra am 12.5. Dann 4 Tage später, erstaunlich und beängstigend, Lauterbach warnt vor Corona-Entwicklung in Europa. Also solche Dinge könnte man einfach bleiben lassen. Das macht nur Unsicherheit. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass mit den bevorstehenden Wahlen im September das nur noch schlimmer wird, dass da einfach nur Zeit in den Medien gesucht wird, egal was für fundierte Aussagen dann getroffen werden. Also ich glaube, es wäre echt nicht schlecht, wenn wir nicht wählen müssten dieses Jahr. Dann hätten ein paar Leute vielleicht mehr Zeit, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Therapie gibt es nichts Neues. Wir gucken also wirklich nur nach der Impfung. Das nimmt wirklich zu. Ja. Da brüstet sich jetzt schon jeder Politiker, wie schnell und super gut es geht. Da ist man auch immer gleich dabei zu vergessen, wie schlecht es mal oder wie langsam es lief. Und auch das jetzt zum, weiß Gott, wie vielten Mal wiederholt es an Hausärzten und den Fachärzten jetzt impfen, dass wir konstant über 1 Million am Tag impfen, was natürlich dazu führt, dass es sehr viel schneller geht. Man sieht deutlich in der einen Grafik, dass eben sich die Zahl von komplett Geimpften zu den einmal Geimpften natürlich unterscheidet, weil wir in diesem mit dem Astra-Impfstoff immer noch einen Delay haben, der halt eben nicht 3, 4 Wochen ist wie bei den mRNA-Impfstoffen, sondern 8 bis 12 Wochen. Und daher wird es noch ein bisschen gehen, aber es geht voran und es wird mehr. Da wird ja auch diskutiert, Herr Söder will ja auch schon ganz groß kaufen, die Sputnik von seinem russischen Kollegen Putin. Die haben ihre Daten publiziert und da geht jetzt, nachdem er die Daten gelesen hat, ein Aufschrei durch die westliche Wissenschaftswelt, dass diese Daten wahrscheinlich vorne und hinten nicht stimmen. Und da hat man probiert, mit den Autoren zu reden und hat gesagt, gebt uns bitte Dateneinsicht, dass wir die Daten wirklich selber nachreichen können. Wird abgelehnt. Damit wissen wir einfach nicht, was die machen. Wenn man dann die Publikation liest, dann sind da Fehler drin. Da sind auch Rechenfehler drin, die kann man einfach nachrechnen, dass da ganz andere im Text steht, was ganz anderes in den Grafiken. Ist natürlich auch ein Skandal, dass es in einem der führenden medizinischen Zeitschriften so publiziert wird. Daher gibt es jetzt da so ein bisschen in der Publikationswelt eine Diskussion, wie diese Daten da reinkommen konnten. Die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, lässt nicht zu, Sputnik 5, und sagt, ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, was wir bisher wissen, reicht nicht aus, um das überhaupt beurteilen zu können. Also dieses Sputnik 5, da würde ich auf jeden Fall die Finger davon lassen. Das Gleiche wird vielleicht auch gelten für den chinesischen Impfstoff, den Sinovac, weil auch da die Chinesen nicht die Originaldaten zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich Good Clinical Practice oder Scientific Practice, dass wir, wenn wir Daten publizieren, auch immer den Datensatz zur Verfügung stellen, dass man es nachrechnen kann. Sonst könnte ich ja schummeln ohne Ende. Und da ist man so ein bisschen unsicher, ob das wirklich stimmt, was die Kollegen dann da so behaupten. Und man muss ja wieder sagen, dieses Brexit-Country mit den Briten habe ich schon so meine Schwierigkeiten, aber forschungsmäßig sind die den Deutschen einfach Lichtjahre vorne raus. Wir kriegen es ja nicht gebügelt, hier mal in Deutschland eine gescheite Impfstudie zu machen, weil jeder, ich bin wichtiger, der eine Virologe kann mit dem anderen Virologen nicht. Die Briten sind da ganz anders. Die Briten haben beschlossen, okay, wir machen eine Studie und zwar genau die Frage, die wir alle nicht beantworten können. Was passiert, wenn ich diese Kreuzimpfung mache? Da werden mal viele tausend freiwillig genommen und hat denen gesagt, okay, ihr kriegt 2 Impfungen, wir sagen euch aber nicht mit was. Und damit gibt es eine Gruppe, die hat einmal AstraZeneca
gekriegt, ganz normal. Einmal eine Gruppe, die hat BioNTech gekriegt, ganz normal. Und einmal eine Gruppe, die hat erst BioNTech, dann Astra. Und eine vierte Gruppe, die hat erst Astra und dann BioNTech gekriegt. Und da ging es nur darum, um die Nebenwirkungen durch die Impfung. Was kommt raus? Das ist jetzt eine ziemliche Kuddelmuddel-Grafik, aber die höchsten Balken sind immer die Impfung. Also, da sieht man, und die roten Balken sind die, die wegen der Impfnebenwirkung ins Krankenhaus müssen. Also immer, wenn man kreuzimpft, sind die Nebenwirkungen höher. Müdigkeit, Kopfschmerzen, das wird nicht weiter untersucht, warum die Kopfschmerzen haben, aber in dieser britischen Studie wurde jetzt erstmalig gezeigt, dass wenn ich kreuzimpf, die Nebenwirkungen höher sind nach der Impfung, wie wenn ich in der Impfserie drin bleibe, sodass man für allen, die sich jetzt überlegen, soll ich mich, nachdem ich Astra hatte, mit BioNTech impfen lassen, klar sagen muss, das wird wahrscheinlich mit mehr Nebenwirkungen einhergehen. Die Kollegen verfolgen das jetzt nach, um auch was über die Impffähigkeit zu sagen, also wie gut funktioniert diese Kreuzimpfung bezüglich der Aussage, kriege ich überhaupt einen Impfstatus hin. Also Kreuzimpfen macht mehr Nebenwirkungen, muss man sagen, die Briten sind da echt gut im Machen. Eine Kreuzimpfung auch Moderna und BioNTech zum Beispiel, ist das auch eine Kreuzimpfung? Wurde da nicht geprüft, aber man geht davon aus, wir kennen ja die Vektorimpfstoffe, dass man da Vektorimpfstoff und einen Vektorimpfstoff auch von einer anderen Firma nimmt, dass man, wenn man in der Impfspur oder in der Impfart bleibt, habe ich wahrscheinlich nicht diese Problematik, das ist wirklich das Kreuzen wohl, dass das mit mehr Nebenwirkungen einhergeht. Und jetzt muss man mal gucken, was aus diesem ganzen Problem wird, also insbesondere das hier mit dem Kopfschmerzen, das ist ein Warnzeichen für diese Sinusvenenthrombose. Da muss man mal gucken, was da rauskommt, wenn die diesen ganzen Datenset zur Verfügung stellen. So, und jetzt sind ja alle an der Urlaubsplanung und jetzt braucht man einen digitalen Impfnachweis. Da hat man sich ja darauf geeinigt, dass das dieses Kopfpass ist und da kann man dann sehen, wenn man negativ ist. Und zwar zeigt dieses Ding an, wenn ich geimpft bin oder wenn ich ein negatives Testergebnis aus dem Testzentrum habe oder wenn ich genesen bin von Covid. Und das Gute ist, dass man dann entweder grün oder rot hat, aber es ist nicht erkennbar, warum du jetzt grün bist. Also ob du geimpft bist oder ob du genesen bist oder ob du frisch getestet bist. Das Ding zeigt nur grün. Das ist schon mal gut, dass man da nicht zu viel durch die Gegend weiß. Das große Problem ist aber, wenn du schon geimpft bist, dann musst du das diesem System irgendwie sagen, dass du schon geimpft bist. Die Impfzentren haben das wohl hochgeladen, aber die Hausärzte nicht. Und damit ist es, und wenn man jetzt sagt, der Hausarzt kann so einen QR-Code ausdrucken und dann kannst du diesen QR-Code scannen und dann funktioniert es. Nur, das ist eine riesen Logistik für die Hausärzte. Wenn die jetzt 1 Million impfen am Tag und dann müssen sie noch diese Zettel dahinter her schicken für die schon geimpft wurden, weil da noch keiner nach diesem Zettel gefragt hat, ja, ist die Message an alle, die sich jetzt ab Montag impfen lassen. Dieser QR-Code, den kann man ausdrucken in der Praxis, nehmt den mit. Das sagt einfach, ich will eine Kopie für mich, dann habt ihr es. Weil so müssen sich alle, die schon geimpft wurden, darum kümmern, dass sie an diesen Code rankommen. Und ohne diesen Code kein Scan und ohne das Scan kein grünes Signal auf diesem ganzen, auf der App. Wie gesagt, die Impfzentren sollen das wohl schon gemacht haben, heißt es, aber die Hausärzte müssen dieses Ding erst noch so erstellen. Also bitte mal fragen, ab Montag kann ich meinen QR-Code haben, weil dann ist man aus diesem Problem raus. So, und last not least, das fand ich eine gute Studie, die Woche auch kam. Wir haben ja gelernt, dass Blutdruck und Herzerkrankungen Risikofaktor sind für eine schwere Covid-Erkrankung. Jetzt, wie kann ich denn meinen Blutdruck senken, ohne Tabletten zu machen? Und das heißt ja immer, kann man Sport machen. Und da gab es jetzt eine Untersuchung, was macht man denn da für einen Sport? Gehe ich entweder Ausdauertraining machen, also Walken, Joggen, Radfahren, Schwimmen, so wie du, Winnie, wenn man das fünf bis, und zwar so, dass man es fast täglich macht und über die Woche zumindest mal auf knapp 3 Stunden kommt, oder mache ich Krafttraining, gehe ich in die Muckibude, das entweder mit Gewicht oder indem ich nur die Muskeln anspanne, aber keine Gewichte bewege.
Und das hat man untersucht und was kommt raus? Wenn man einen Blutdruck schon hoch, Bluthochdruck schon hat, dann ist die effektivste Methode, um den Blutdruck um ungefähr 8 mm Hg zu senken, Ausdauersport. Also Schwimmen, bla bla bla. Wenn ich aber noch normalen Blutdruck habe, dann ist der Ausdauersport nicht so gut, den unten zu halten oder den wieder so ein bisschen nach unten zu drücken, wie die ganzen Übungen, sei es jetzt mal mit Gewichten oder sei es ohne Gewichten. Also alle, die Blutdruck haben, die sollen sich bewegen und alle, die keinen Blutdruck haben, dürfen sich natürlich gern bewegen. Aber da, wenn Sie was für einen Blutdruck tun wollen, dann eher isometrische Arbeiten. Also zusammenfassend einfach was tun für seinen Körper, dann bleibt man länger gesund oder kann auch wieder Probleme in den richtigen Bereich kriegen. Also man muss sich nur körperlich bewegen. Und jetzt reden wir ja mit jemandem, der sich regelmäßig körperlich bewegt, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, er lässt mehr bewegen. Er ist einer der bekanntesten Fußballtrainer und absolvierte 403 Bundesligaspiele. Als Trainer beim KSC begann seine erfolgreichste Zeit mit den Spielern Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Jens Nowotny. Momentan trainiert eine Mannschaft in Doha und er hat sie vor dem Abstieg gerettet. Hier ist Winni Schäfer. Winni, wie geht es dir und wie hast du bisher Corona überstanden? Also danke, mir geht's gut. Ich bin ja hier in Katar, in Doha und seit 3 Monaten. Ich bin ein, wie immer der Globetrotter und soll hier einen Verein retten. Wir haben am 4. das Spiel, Relegationsspiel und ich hoffe, das schaffen wir. Corona ist hier natürlich auch sehr verbreitet, aber toi, 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 ich bin 2-mal geimpft worden, läuft alles. Super. Winni Schäfer, einer der großen Trainer der Bundesliga und inzwischen ein Welttrainer. Unvergessen dein Sieg mit dem KSC gegen Valencia. Hast du noch Erinnerungen daran? Ja, man wird oft damit konfrontiert, weil du kannst das hier abrufen in YouTube. Wir haben auch hier spanische Trainer. Der Xavi ist ja hier von Barcelona. Der Nationaltrainer ist in Spanien. Und wenn man uns nicht trifft, dann spricht man über solche Spiele, aber auch vom KSC aus Karlsruhe kommen immer wieder jedes Jahr, wenn dieser Tag da ist, Anrufe und werde ich nie vergessen. Und war ein Traum. Es war wirklich ein wunderbares Erlebnis für uns alle. Vor allen Dingen, weil ja keiner mit gerechnet hat. Und das ist immer das Schönste. Das glaube ich. Wie läuft es eigentlich mit den Stadien für die Weltmeisterschaft? Sind die alle fertig? Nein. Ich glaube, 2 sind fertig. Und eins wird dort die Außenanlage gemacht. Das sieht so aus wie die Arche Noah. Also ist unwahrscheinlich schön. Und da werden diese, die Planken dran gemacht. Wie es innen drin aussieht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann nur eins sagen, die werden top sein. Und es wird Klimaanlage sein. Ich habe selbst vor einem Jahr habe ich mit Estagal Iran in dem Al-Sadd-Stadion, also dieser große Verein, der Meister wurde, gespielt. Und neben den Toren waren riesige Air-Condition aufgebaut. Es war kühl. Es war im April, Mai, ja so Ende Mai. Und da ist es wirklich warm hier. Es war kühl, da musst du eine Jacke anziehen. Das ist unwahrscheinlich. Du bist ja jetzt auch Opa geworden, ne? Ja. Gott sei Dank. Aber ich bin eine Woche bevor meine Tochter, Mutter wurde, bin ich hier hingefahren. Ich habe den Kleinen, der ist so wunderschön, nur im Video hier, im WhatsApp-Video gesehen und wird Zeit, dass ich ihn in den Arm nehme. Es gibt jetzt so viele Videos im Netz von dir, da kann er sich ständig angucken. Was kann mein Enkel, der ist ja schon 22, ein junger Student, von so einem Erfolgstrainer eigentlich lernen? Ja, das kommt auch an, was er machen will. Ich weiß jetzt nicht, was er studiert, aber ich weiß natürlich, dass du ein großer Fußballfan bist, außer dass du ein fantastischer Golfspieler bist. Was macht er? Spielt er auch Golf? Oder? Er spielt kein Golf, aber er ist bei der SAP und macht da gerade ein Studium. Ja, also alles Gute. Und ich meine, SAP, dieses Wunderwerk, muss ich sagen, für Deutschland, was damals entstanden ist. Ich kann mich daran erinnern,
Wir beide haben uns da kennengelernt. Der Dietmar Hopp hatte seinen Geburtstag und irgendwie war ich eingeladen, konnte aber nicht, weil es ja Freitag war. Und wir haben dann später mal Golf gespielt und meine Hose war so nass, dass du mir ausgeholfen hast. Und seitdem kennen wir uns. Ja, was soll ich ihm raten? Immer seinen Weg gehen, nie sich beeinflussen lassen von Leuten, die meinen, sie wissen es besser, sondern nur von denen, die ehrlich sind. Und er wird seinen Weg machen. Wie lange bleibst du noch in Doha? Ja, wir haben jetzt das Spiel am 4., also übermorgen. Ja. Also muss ich mal sehen, was passiert. Also die wollen, dass ich hier verlängere, aber ich meine, wir müssen erst in der Liga bleiben. Ich hoffe, das schaffen wir. Wir haben auch einen erfahrenen Relegationsspieler dabei, den Pierre Michael Lasoga, der von Hamburg, der hat ja schon dreimal diese Spiele mitgemacht. Und in Kräuter Fürth hat er den HSV in der ersten Liga gehalten. Er ist jetzt zurück, er war verletzt. Und wir freuen uns drüber. Ich weiß nicht, was ich dann mache. Mal sehen. Also ich freue mich auf meine Arbeit. Ja. Ich, jeden Morgen, wenn ich zum Training fahre oder abends, ist jetzt ja Ramadan und wir trainieren 11 Uhr abends. Ich freue mich immer, wenn ich auf den Trainingsplatz gehe. Das ist mein Leben. Ich liebe diesen Fußball und ich schaue natürlich auch alle Spiele. Leider heute konnte ich in Dortmund nicht sehen. Gestern Leipzig geguckt. Den KSC in Hamburg gesehen. Fußball ist so schön und ich hoffe, dass ich das noch lange, lange machen kann. Mini, du musst mindestens so lange bleiben, bis wir kommen. Der Kurt Diem und ich, wir haben ja schon Tickets gebucht. Auch, du weißt ja, auch der Peter geht mit, ne, vom Ritzi. Oh ja, ja. Und sobald das Ding aufgeht, kommen wir. Also, mein Freund. Bleibt da. Ja, ich freue mich drauf. Also ich habe das ja mitbekommen, ihr wolltet ja vor einem Jahr, glaube ich, hier hinfahren. Ja. Ich habe ja geschrieben, dann nehmt dann direkt einen Flug nach Abu Dhabi. Da war ich in Abu Dhabi. Wunderschöne Golfplätze am Meer. Und da du ja so gut Golf spielst, wird keiner ins Wasser fallen. Beim Kurt weiß ich das ja nicht so. Der Kurt ist ja, er muss, glaube ich, ein bisschen lernen. Ne? Mal sehen, ob er es hört. Aber in guter Medizin. Ja. Ich habe ihm mal gesagt, wenn er einen Mediziner braucht, soll ich anrufen. Ich kenne Ettlingen einen. Wunderbar. Also nochmal, Vinny, vielen, vielen Dank. Bleib bitte gesund. Weiter viel Erfolg in diesem Jahr. Also wir kommen und besuchen dich. Alles Gute und schlaf gut. Dankeschön und alles Gute. Schöne Grüße an die Familie und bleib gesund. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Einen schönen Sonntag noch und bleibt bitte alle gesund und ganz liebe Grüße von Felix, von Winnie, von Christian und von mir. Tschüss. Tschüss.